Damit unser Nao-Roboter Cody spricht, sind zwei Programmboxen nötig. Eine Set-Language-Box und eine Say-Box. Beide befinden sich in den Box-Libraries. Die Set-Language-Box unter Speech, Speech-Settings und die Say-Box unter Speech, Creation. Von dort ziehen wir die Boxen einfach auf die Arbeitsfläche und stellen sie entsprechend ein. In der Set-Language-Box klicken wir auf die Auswahlliste und wählen Deutsch oder German aus. Um die Say-Box zu bearbeiten, klicken wir auf das Werkzeugsymbol und geben im Feld Text unseren Text ein. Nun verbinden wir unsere Boxen noch. Zunächst den Programmstart mit dem Eingang in die Set-Language-Box, danach den Ausgang der Set-Language-Box mit dem Eingang der Say-Box und abschließend den Ausgang der Say-Box mit dem Programmende. Nun können wir das Programm über den Play-Button in der Werkzeugleiste ausprobieren und das Ergebnis auf dem virtuellen Roboter und in der Dialogbox anschauen. Auf dem echten Roboter sieht das dann so aus. Hallo, ich bin ein humanoider Roboter und ich heiße Cody. Übrigens sollte man in jedem Programm am Ende immer eine zweite Set-Language-Box einfügen, damit der Roboter in die Ausgangssprache Englisch zurückkehren kann. Seid ihr mit einem echten Roboter verbunden? Wenn ja, dann verändert mal den Text, den euer Nao-Roboter spricht. Außerdem könnt ihr die Stimmhöhe, Voice Shaping und das Sprechtempo, Speed, des Roboters ändern. Probiert es einfach mal.